Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich spreche hier über den zweiten Teil des Gedichts De Profundis von Georg Trakl. Und es geht um die Frage, wer ist das Ich, das in diesem Gedicht plötzlich im zweiten Teil auftaucht. Und in diesem Video ist die Interpretation, dieses Ich ist der Mörder, der Täter, der diese Gewalttat vollbracht hat. Und wenn wir davon ausgehen, dass es in diesem Gedicht um die Kommunikation geht mit Gott, und da haben wir jemanden, der aus der Tiefe schreit, De profundis, clamaviate, ich habe zu dir geschrien aus der Tiefe, Herr, höre meine Stimme, ich bin verzweifelt. Und dann kommt dieser Hinweis auf die Sünden, wer könnte bestehen, wenn du auf die Sünden schauen würdest, dann liegt es sehr nahe zu denken, dass hier der Täter spricht, der Mörder spricht. Er ist ein Schatten, ferne, finsteren Dörfern. Er ist ein Ausgestoßener von den anderen Menschen. Vielleicht auch aus eigener Entscheidung, vielleicht kann er nicht mit anderen Menschen sein. Vielleicht ist es einer, der sich zeitlebens nie zurechtgefunden hat mit anderen Menschen. Und da habe ich jetzt Gottes Schweigen. Gottes Schweigen trank ich aus dem Brunnen des Hains. Und dieses Trinken, das könnte auch etwas sein, das man braucht. Ich brauche das Schweigen Gottes. Ich brauche, dass endlich Stille da ist. Denn ich höre die Stimme die ganze Zeit. Das ist noch eine Interpretation, die ich in diesen letzten drei Strophen so machen möchte, denn ich stelle mir vor, dass dieser Täter ein Getriebener ist. Einer, der vielleicht gar nicht weiß, warum er das tut und was ihn dazu bringt. Und er fühlt sich wie ein Gejagter, wie ein Gehetzter und er sucht die Ruhe und die Stille und er sucht Frieden. Aber er findet ihn nicht. Und er hört diese Stimme Gottes, die zu ihm spricht die ganze Zeit. Und jetzt trinkt er das Schweigen Gottes aus dem Brunnen des Hains. Und meine Interpretation ist, das ist direkt nach der Tat. Ich bin ein finsterer Schatten und ich bin ein Getriebener. Und ich habe diese Frau umgebracht. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich für kurze Zeit Gottes Schweigen dafür bekommen. Und jetzt bin ich wieder ruhig. Und jetzt bin ich plötzlich endlich allein. Warum ich das glaube, das hat auch mit dem Schluss des Gedichts zu tun, da komme ich noch hin. Aber zunächst mal zu dieser vorletzten Strophe. Auf meine Stirne tritt kaltes Metall. Spinnen suchen mein Herz. Das ist eben dieses Gehetztsein. Und dieser Schrei aus der Tiefe, es ist ein Licht, das meinen Mund erlöscht. Dieses göttliche Licht, das aber nicht positiv ist. Also ich interpretiere hier, dass Gott, vielleicht nicht Gott, aber eine Macht, die nicht von dieser Welt ist, eine Macht, die von anderswoher kommt. Diese Macht wird hier als extrem negativ empfunden, als fast schon dämonisch, etwas, das mich verfolgt die ganze Zeit und das meine Stimme erstickt. Es ist ein Licht, das meinen Mund erlöscht. Ich kann nicht darüber sprechen, ich kann mich nicht dazu äußern. Ich bin nur getrieben und getrieben. Und dann nachts fand ich mich auf einer Heide. Das heißt, ich werde in den Wahnsinn getrieben und dann wache ich plötzlich aus dem Wahnsinn auf und bin plötzlich irgendwo und weiß gar nicht, was passiert ist. Starrend von Unrat und Staub der Sterne. Und ich bin voller Schmutz und voller Blut. Vielleicht die
Spuren des Kampfes mit meinem Opfer. Und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Vielleicht jemand, der im Wahn diese Mordtat begangen hat. Und das ist nämlich dieses Entsetzen. Dieses Entsetzen. Ich suche das Schweigen Gottes. Ich suche endlich Frieden. Ich gehe weg von den anderen. Aber es treibt mich in den Wahnsinn. Und dann habe ich schon wieder eine Tat begangen und weiß gar nicht, warum. Und weiß gar nicht, was passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Und ich wollte doch nur Frieden finden. Und der Schluss im Haselgebüsch klangen wieder kristallene Engel. Das ist für mich der Hinweis, jetzt geht es wieder los. Und jetzt höre ich schon wieder diese Stimmen, diese Engel. Es sind vielleicht keine positiven Engel, sondern vielleicht sind es eben diese Dämonen, die mich immer wieder aufs Neue antreiben, in den Wahnsinn treiben, zur nächsten Tat treiben. Und dann würde ich interpretieren, dieses De Profundis, das ist der Hilfeschrei eines verzweifelten Menschen, der sich selbst nicht kennt und der einfach nur Frieden sucht und Erlösung von Gott. Aber Gott ist kalt und treibt, ist es Gott, es ist eine diabolische, eine dunkle Kraft. Diese dunkle Kraft treibt diese Person immer wieder in die nächste Tat hinein. Er ist immer wieder gehetzt, gejagt und er findet keinen Anschluss bei den Menschen und er findet keine Erlösung in Gott. Das ist die Interpretation, dass es der Täter sein könnte. Aber wir können eben auch interpretieren, dass es eine unbeteiligte Person ist oder ein Augenzeuge oder eben das Opfer. Welche Interpretation gefällt euch am besten? Welche überzeugt euch? Welche erscheint euch am plausibelsten? Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Experiment gezeigt hat, wie ein Gedicht plausibel, aber doch sehr, sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Und ich möchte euch ermutigen, es auch selbst zu versuchen.